Habe ich hier schon synchronisiert? Ich weiß es gar nicht. Aussichtspunkt. Gehe ich einfach mal hoch. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt synchronisiert habe oder nicht. Ich glaube nicht, ne? Aber sonst würde er mir nicht mehr angezeigt werden. Ich glaube, einfach so werden die auch nicht mehr angezeigt. Ich weiß es aber nicht genau. Verfluchter Idiot! Er wird sich noch umbringen! Ich schaff das. Guck, ich schaff das. Muss nur dahin. Weil ich ein bisschen falsch gelaufen bin. So. Wäre ich auch schon fast da. Muss ich auch diesen kleinen Turm erklimmen. Bin dann auch schon direkt oben. Das ging ja schnell, du. So. Und dann mal synchronisieren. Das sieht ehrlich schön aus, ne? Wie die das alles modelliert haben. Ist zwar von der Grafik nicht das Schönste, aber... Ey, das ist das Gebäude, wo wir ein paar Folgen mal rausgesprungen sind. Richtig cool. So. Neues Schnellreiseziel freigeschaltet. Okay. Dann werde ich mal dafür machen, wir dahin. Da sollten wir unbedingt eine Schnellreise machen. Beziehungsweise eine Schnellreisestation machen. So, gehe ich mal dahin. Mach da mal eine Schnellreise hin. Und dann gehe ich direkt zum Aussichtspunkt. Und dann gehe ich in eine Mission. Alles durchgeplant bei mir. Alles perfekt. So, mal nachgucken. Dumm. Ich habe sehr viel verstanden, ne? Bald ist auf Weihnachten. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist glaube ich in 2 Tagen Weihnachten oder Warte, ich werde die morgen hochladen am 20. Ich habe jetzt eine Stunde. Ja, es wird ca. 23. sein. Wenn ihr das am 24. guckt, frohe Weihnachten. Oh, vorher schon. Frohe Weihnachten und lasst euch gut bescheren und so weiter und so fort. Feiert das Fest wie ein Fest. Esst ganz viel. Nur da habt ihr die Chance, so viel leckere Sachen zu essen. Das ist ehrlich so. Weil die Sachen sind lecker. Ich laber hier gerade Scheiße. Ich muss unbedingt mal schlafen gehen oder so. Warte. Aber während den Ladezeiten hat man ja nichts anderes zu tun, als euch mal voll zu labern und ja. Ich wüsste auch gar nicht, was ich machen würde ohne die Ladezeiten. Die Ladezeiten. Ich würde am liebsten ein ganzes Let's Play mal über die Ladezeiten machen, weil Ladezeiten sind doch toll, gerade wenn es ein komplett schwarzer Bildschirm ist, mit nur so 2 Streifen, die da so sich drehen. Aha, jetzt ist es doch zu Ende. So, was haben wir da? Söldner oder was? Trainingsraum, Trainingsraum. Das ist eine grüne Truhe, wo ich gleich wieder hingehe. Jetzt gehe ich mal zum Aussichtspunkt. Weil ich sonst immer wieder das machen muss, was ich gerade gemacht habe. Also 2-mal hin und zurück und so, und das nervt. Assassin's Creed Gedöns. So. Gehen wir mal hier ran. Einkommen nehmen. So. 800 habe ich rausgenommen. Ah, Celestine, da bist du ja. Da muss ich hier noch eben hoch. Und als erstes synchronisiere ich das jetzt, weil synchronisieren ist cool. Ja, damit ich immer schnell Reise machen kann. Meine Zähne sind wieder zusammengeklebt. So. Laufen. Yeah, ich möchte laufen. Und? Wie geht's euch so? Ich hab Ferien. Endlich. Hab ich lange drauf gewartet, du? Weil Ferien. Ferien sind toll. Die meisten haben ja auch Urlaub jetzt von euch. Und falls ihr. Man kann nicht sagen, falls ihr über 18 seid. Falls ihr schon berufstätig seid. Ich bin's ja
noch nicht ganz. Aber mehr wollte ich auch nicht erzählen, weil es interessiert nicht. So, wo sind die Klappen offen? Wo sind die Klappen offen? Da sind Klappen offen. Dann war hier der Aussichtspunkt immer, wo schön drauf geschissen ist. Warum setzen sie eigentlich voll in die Scheiße rein? Ehrlich mal. Kann man nicht irgendwie das schön geputzt haben oder so? Das wäre super toll, oder nicht? Wie klar. Wie groß das irgendwie auch. Wie. Naja, wie klein das irgendwie aussieht, aber so groß ist. Das fasziniert mich gerade irgendwie. So. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal zur Mission. Mal gucken, was mir da in der Mission passiert. Boah, das kann ja immer sein, dass mir was Schlimmes passiert, dass ich irgendwie was machen muss, was ich gar nicht will. So. Belohnung kriege ich ein Assassin's Creed Punkt. Assassin Punkt, keine Ahnung. Ein Treffen mit Mirabeau. Nun, da Germans wahre Identität aufgedeckt wurde, muss Mirabeau gewarnt werden. Ein Besuch auf seinen Anwesen wird ihn auf neuen Stand bringen. Spielen. Keine Cutscene. Achso. Ich muss da vorne hin. Huch, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los hier? Warum leckt das denn jetzt? Ich denke, ich sollte hoch. Und dann sprechen wir mit ihm. Ist noch einer hoch? Ich muss noch einer hoch. Elise? Monsieur Mirabeau? Mirabeau. Okay. Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Okay, das war wohl nichts mit dem Treffen. Tatort untersuchen, untersuchen. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Was sollen wir das jetzt sagen? Es erzählt Lügen. Okay. Da unten ist noch was. Ein Taschentuch. Anscheinend von einer Dame. Also, dann ist nur die Hälfte der Adligen von Paris verdächtig. Hm? Vielleicht erkennen die Bediensteten es wieder. Kann gut sein. Genau, und muss hier sprechen. Ich kann ja mal mit ihr sprechen. Du hast niemanden gesehen, als du ankamst? Nur den Diener. Er ließ mich rein, aber er kam nicht mit rauf. Aber er war vor dir hier. Hast du andere Diener gesehen? Nein, sonst keinen. Okay, Elise. Diener war zuerst, aber lass dich nicht belegen. Okay. Gehen wir mal nach unten hin. Warte, was? Untersuchen. Die Tür wurde nicht aufgebrochen. Also wurde der Mörder erwartet. Ein Gast vielleicht? Oder ein Diener? Okay, gibt es hier noch irgendwas zu untersuchen? Ah, da gibt es noch was zu untersuchen. Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja?
Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Okay. Hier irgendwas? Nee, ich denke mal, hier ist noch was. Vergiftetes Weinglas. Das Fenster ist offen. Oh, der ist durch Fenster gekommen, natürlich. Das geht auch. Aber er ist... Ja. Hier ist noch was untersuchen. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Diese Texturvielfalt. Geh ich eben mal unten. Mit Meister Kemar sprechen. Okay, hier haben wir noch was. Nochmal nach unten. Wer ist hier? Hier sind die noch nicht. Hier ist gar nichts, okay. Wollen wir mal mit dem Meister sprechen? Gehen wir schneller hin. Ups, das leckt da jetzt gerade so. 25 FPS, 30. 34. Wird hier noch eine kleine Pause einlegen, kurz. Aber das merkt ihr sowieso nicht, weil die Videos ja so in Reihe kommen. So. In Reihe geschaltet werden. So. Okay. Geh mal hier runter und sprech mit ihm. Hallo Tür. Interagieren. Jetzt mal schnell hingehen. Mit dem Meister. Arnaud, oh. Hallo. Wo ich gerade hier bin, kann ich eine Verbrauchsgegenstände kaufen? Erstmal. Geldbeutel. Munition. Ja. Und dann muss ich noch unbedingt Medizin kaufen. Oh, 1000. Alter, ich hab gleich mein ganzes Geld wieder weg. Dietriche. Okay, das geht noch 200. Ich glaube, mehr kaufe ich nicht. Phantomklinge. Okay, das lasse ich erstmal. Und dann gehe ich mal zu dem Meister. Der ein bisschen entfernt ist. Okay, mal gucken, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ah, Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Okay. Ups, das leckt aber jetzt. Masse, okay. Muss jetzt da vorne hin. Zu dem lieben Apotheker. Mal gucken, ob er mehr weiß oder ob er gar nichts weiß. Ja. So kann man sagen. So. Laden. Laden, laden. Denn, oh. Ich bin am Laden, so. Ich sag nie mehr. Ich sag nie mehr. Lalalalalalala. Ach, diese Ladezeiten.
Muss ich mit dem Apotheker sprechen, der 285 Kilometer, Meter weg ist. Ja, es kommt mir vor wie Kilometer. Muss ich sagen, es kommt mir ehrlich vor wie Kilometer. Wo das doch so ein bisschen langsamer geht. Richtig. Schnauze. Bauch. So. Und jetzt weg. Was doch gerade etwas extrem leckt. Werde ich gleich mal eine Pause einlegen. Weil ich euch schon nicht so toll ist. 100 paar Kilometer noch. Meter noch, so. Oh mein Gott, das leckt aber jetzt richtig. Das will aber jetzt richtig den die Sau rauslassen. So, ich guck mal so. Nebenbei immer rechts rüber. So, hier muss irgendwo der Apotheker sein. Rechts. Ups. Und dann die nächste rechts. Hier geradeaus weiter. Hinter würde ich dann sagen. Oh, das ist ja, der ist ja drin, ne? Shit. Muss ich einmal andere Seite rüber? Lalala. Einmal andere Seite. So. Und runter. Elise? Was machst du denn hier, Elise? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Ich denke, einen Apotheker schaffe ich wohl noch. Okay. Dann sprechen wir mit dem Apotheker. Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet. Verdammt, kommt wieder zurück. Langsamer. Wartet. Lasst mich doch. Okay. Der weiß, wo was abgeht. Würde ich sagen. Nein. Komm hier hin jetzt. Ja, das kann in Bomben fallen. Beziehungsweise will mich dadurch irgendwie kaputt machen. Ich habe nur ein paar Fragen. Geh mal weg. So. Komm, komm, komm. Nein! Geh auch nicht überall hoch, Anno. Empfehlung zum. Was ich will, meine. Nein! Ich muss den hier rammen. Komm hier hin. Nein! Bleib zurück, du Monster! Komm jetzt hin, du Affe! Du Arsch! Nicht riecht so. Riecht nicht nur so. Ich will dir gar nichts tun, Mann. Ich will einfach nur hinter dir her und dich rammen. So, mal schnell hier hoch. Und hier auch runter. Komm hier jetzt hin. Du Arsch. Dover. Na, komm. Arno, komm. Dein Ernst. Der hat sich gerade an so einem scheiß Ding aufgehangen. Meine Güte. Was ist sich ehrlich an... Guck, der hängt sich an jedem Ding auf. Was ist denn los mit dem? Komm hier hin, du scheiß Apotheker. Ich hab genug von dir jetzt. Endlich. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager.
Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Da! Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier, dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Okay. Erinnerung bewerten. Ja, fand ich so. Und fortfahren. Und mit dem Fortfahren sage ich auch direkt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Das war's von mir. Und Ryan, bis zum nächsten Mal und tschüss.